heute eine weitere interessante Sitzung unseres Untersuchungsausschusses. Letztes Mal hatten wir ja Jubiläum, die 100. Sitzung. Und jetzt hören wir heute zwei Präsidenten, einen AD des Bundesamts für Verfassungsschutz, weil wir eben aus den Akten und den Vernehmungen der letzten Monate die Erkenntnis gewonnen haben, dass in dieser Kooperation der Dienste bei der Überwachung auch das BfV eine wesentliche Rolle spielt, und zwar unter drei Gesichtspunkten. Es geht einmal um die Frage der Spionageabwehr, also all die Dinge, die nach Snowden auch bekannt geworden sind, im Hinblick auf die problematischen Selektoren und den Schutz deutscher wirtschaftlicher Interessen vor der Überwachung der Glasfaser. All diese Fragen werden wir hier heute mit den Präsidenten bewegen. Es geht aber auch um den Drohnenkrieg, die Frage, inwieweit das Bundesamt für Verfassungsschutz Daten, Informationen, Handynummern, irgendwie andere Infos und Zusammenhänge von der Aufklärung, die das BfV als Inlandsgeheimdienst macht, weitergibt über den Bundesnachrichtendienst und gegebenenfalls Fehlentwicklungen und Missstände, dass diese Daten eventuell in völkerrechtswidrigen Drohneneinsätzen verwendet werden. Auch diesen Fragen werden wir versuchen nachzuspüren. Und dann geht es um den Einsatz drittens von amerikanischer geheimdienstlicher Software und den Fragen, inwieweit das rechtsstaatlich überhaupt möglich ist, welche Kooperationen man für den Erhalt dieser Instrumente preisgegeben hat, was man angeboten hat, wie die Kooperation genau abgelaufen ist, welche Rolle da der Bundesnachrichtendienst gespielt hat. All das sind Dinge, die wir heute mit Herrn Fromm und Herrn Maas bewegen werden. Eine Frage. Wenn Sie jetzt sozusagen die Frage von Ex-Kisco und dem Einsatz im Bundesamt für Verfassungsschutz ansprechen, wie stark ist denn Ihr Verdacht, dass es sich dabei um den Tauschhandel Daten gegen Software gehandelt hat? Wir haben ja gelernt in den letzten Jahren, dass aus Kameradschaftlichkeit und gutem Sportsgeist bei den Geheimdiensten gar nichts passiert, sondern dass es den Grundsätzen des Gut des unterliegt, dass man eben für alles, was man bekommt, auch etwas geben muss. Und da stellt sich schon die Frage, was eben das Bundesamt für Verfassungsschutz bekommen hat. Das wird wohl diese Software sein. Und dann die Frage, was man dafür gegeben hat. Beim Bundesnachrichtendienst wissen wir, in Kooperationen wie Iconal hat man den Zugang in Deutschland auf die Glasfaser gegeben. Wobei wir inzwischen wissen, sozusagen bei ersten Speicherungen durch diese Instrumente wurden eben alle Daten erfasst, auch die Daten deutscher Grundrechtsträger, vor allen Dingen auch die Verkehrsdaten, an denen die USA Interesse hatten. Und jetzt stellen wir uns eben die Frage, wie das mit dem BfV genau ist. Da liegen die Dinge, die Datenabgriffe ein bisschen anders, weil die G10-Genehmigungen brauchen Einzelmaßnahmen. Die bekommen die Daten nicht direkt von der Glasfaser, soweit wir das wissen, sondern eben von den Telekommunikationsunternehmen ausgeleitet. Also es stellt sich ein bisschen anders dar. Aber die Problematiken sind ähnlich und man muss sich einfach klar machen, schon die Kooperation zwischen der NSA und dem Bundesnachrichtendienst ist grundrechtlich hochsensibel. Aber das gilt natürlich erst recht für den Inlandsgeheimdienst, weil der hier agiert und hier Grundrechtsträger dann häufig direkt betroffen sind. Und insofern sind das interessante Fragestellungen. Vielen Dank.